Ja, und so, also so viel zum heutigen Programm. Ist eben der Alon dabei, der über Wildtierfotografie, der über Artenschutz, also der sehr viel auch über konservierende Wildlife Photography spricht. Wir haben eine tolle Bildbesprechung gemeinsam mit Walter. Es gibt natürlich eine Photoshop-Challenge. Und vielleicht für die Canon-Fotografen, es gibt ein neues Firmware-Update zur R5. Und zwar gibt es diese sogenannte IBIS High-Res-Aufnahme. Das heißt, man kann also mit bis zu, man kann Bilder zwischen 1 und 200 Megabyte machen. Das sind 9 Fotos und der Sensor wird quasi um einen Pixel jeweils verschoben. Man bekommt ein JPEG-File heraus und nur Vorsicht, es ist nicht geeignet für bewegliche Objekte, also nur mit Stativ und mit Fernauslösung. Oliver, hast du das schon probiert? Na, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe das Update schon heruntergeladen. Also ich muss es jetzt noch installieren, hatte noch keine Zeit, aber man kriegt, glaube ich, ein finales Bild, wo 9 Fotos verrechnet werden mit 400 Megabyte Auflösung, oder? Genau. Ich habe das schon ausprobiert. Ja. Ja, man, es funktioniert einwandfrei. Ich meine, es macht mit elektronischem Verschluss. Du hörst nichts, du siehst nichts und dann ist das Bild fertig. Nur frage ich mich so, was Canon sich dabei denkt, derartige aufgelöste Fotos nur als JPEG zur Verfügung zu stellen und nicht als RAW oder als TIFF, das man weiterverarbeiten kann. Das ist Du ja absolut Peter, unbrauchbar. das Problem ist einfach, dass diese Datenmenge so groß ist, dass das nicht möglich ist, das in der Kamera zu verarbeiten. Das ist, glaube ich, das Gut, sie tun ja Problem. andere Dinge, sie tun ja andere Dinge auch, die man dann in diesen in einem Kameratool zusammenführen muss. Ne? Das hätten sie Ja, jetzt auch du, machen können, vielleicht aber kommt da auch noch irgendwas, aber das ich ist ja habe jetzt nur so, unsinnig. ich habe einfach nur so gehört, dass das einfach das Problem ist. Und der Schweizer Fotograf hat dann 3 JPEGs gemacht und die quasi zu einem HDR verrechnet. Aber man wird sehen, das ist sicher erst der Anfang, weil es war das Ja. erste Mal, dass Canon diesen Pixel Shift überhaupt verwendet. Und das denke ich, ist schon mal eine gute Sache, das einmal zu kriegen. Ich kann noch was dazu sagen, dieses Update, was jetzt für die R5 da ist, das neue, das löst ja ein paar andere Geschichten auch und es gibt noch ein paar andere Funktionen. Also es ist nicht nur dieses Ja. IBIS da. Ja. Also ich kann es nur jedem empfehlen, zu installieren, das neue Update. Aber Sag, wenn man jetzt diese Funktion nicht nutzt. Oliver, weil du Ja. machst ja öfters Panoramen und so, also mehrzeilige Panoramen, aber diese Riesenauflösung in Wahrheit braucht man ja sehr, sehr selten. Ja, also, Hast du für 400 Megabyte, also 400 für mich, Megapixel? also ich bin sicher nicht die Zielgruppe für diese Funktion. Ich vermute mal, das sind halt so Leute, die von irgendwo vor einem Berg oberfotografieren in die Stadt hinein. Ja, also mir hat ein Leser und Hörer von dir einmal ein Bild geschickt, der hat vom Untersberg ein Foto nach Salzburg reingemacht und da hat man bei jedem Fenster reinschauen können. Aber das war halt ein mechanisch zusammengesetztes Panorama. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich fotografiere eben sehr viel mit der R5, aber auch mit der R6 Mark II und ich brauche die hohe Auflösung nicht unbedingt. Also ich bin mit der R5 Auflösung super happy. Und ich denke, Oliver, du machst ja sehr viel Werbefotografie. Das fragen deine Kunden nach einer Ultra High Definition. Mit wie viel Pixel gibst du deine Bilder normalerweise ab? Also ich gebe es meist, also immer in der höchsten Auflösung ab. Das ist Standard bei mir, bei Werbekunden. Aber der Kunde an sich, der bucht mich ja nicht, weil er ein hochauflösendes Bild möchte. Der bucht mich, weil er seine Probleme gelöst haben möchte. Und es sind halt seine Produkte, Dienstleistungen wunderschön und emotional dargestellt zu haben. Und das ist der Hauptgrund, warum mich Kunden buchen. Ja, nein, das ist mir egal, Oliver, aber es ist ja auch die Hochzeitsfotografen, die zum Beispiel mit einer R5 oder mit einer riesigen Sony Alpha fotografieren, haben dann 8000 Pixel und geben die Fotos in 3000 Pixel maximal ab, damit dann die Kunden auch irgendwas damit anfangen Aber können. das verstehe ich bei Hochzeitsfotografie, weil wenn du da, weiß ich nicht, vom Fotografen 800 Bilder kriegst, das ist klar. Aber meine Aufträge bewegen sich so 10 bis 50 Bilder final.
Aber Oliver, ich glaube ja auch, dass wenn du zum Beispiel jetzt dann an jemand weiter Fotos weitergibst, der nicht bildaffin ist, ist einfach so ein 3000 Pixel mit A4 irgendwie, denke ich mal, eine gute Sache. Ja, du, wo kommen die Bilder heutzutage hin? Zu 95% ins Internet, also bei meinen Kunden. Und ein paar Kunden drücken halt noch Broschüren und da reichen auch eine lange Kante von 3000 Pixeln, weil die Broschüre wird maximal A4. Ja. Und jetzt noch ganz ein anderer radikaler Themenwechsel, weil das ist was, was wir jetzt einmal fürs nächste Fotocafé vorbereiten müssen. Wie schaut es bei dir mit dem Thema KI aus? Hast du dich da schon mit KI beschäftigt? Ja, also beschäftigt insofern, dass ich mich da hineingelesen habe, mir ein paar Dokus angeschaut habe, mir im Detail angeschaut hat, was ChatGPT leistet. Also das ist ja die Microsoft-Lösung. Ich weiß Aber mit zumindest, Fotos noch nicht, oder? naja, da gibt es diese, wie heißt diese Mit KI? Journey. Midjourney, die baut halt Fotos, aber die Fotos, die schauen alle aus wie so ein Gemälde. Also die schauen nicht aus wie fotografiert. Also Ja, die Bilder, nein, die ich da glaube, da müssen wir uns entstehen. einmal ein bisschen darüber damit beschäftigen. Der Robert Lösch hat einen Artikel schon darüber geschrieben. Aber Ja. by the way, der größte Feind der künstlichen Intelligenz ist die natürliche Dummheit. Naja. Man sagt ja immer auf Englisch shit in, shit out. Also wenn du einen Blödsinn eingibst, kommt der Blödsinn raus. Aber Ja. ChatGPT ist insofern eine recht eine gute Sache, weil ich habe einen Unternehmerfreund, der macht sehr viel Werbetexte. Und der hat gesagt, in seiner Firma hat er früher 7 Werbetexter beschäftigt gehabt in der Marketingabteilung. Jetzt braucht er nur mehr 2, dank ChatGPT. Ja, nur das Problem ist, ich verwende selber auch sehr viel ChatGPT. Also man muss schon gut Deutsch können und differenzieren. Also das Ding. Es ist so, wie wenn du halt jemand, der nicht fotografieren kann, jetzt da ein R5 in die Hand drückst oder ein R6. Also das Ding geht natürlich auch nicht von selbst. Aber Nein, jetzt kommen wir. die Texte, das muss man schon noch im Nachgang überarbeiten. Aber ich habe jetzt zum Beispiel gesehen, bei einem schwedischen Produktfotograf, der immer wieder das Produkt fotografiert, aber das finale Image hat dann irgendeinen Hintergrund, der bei der Fotografie nicht da war. Und der lässt zum Beispiel von Midjourney diese Hintergründe dann. Ja, das macht ja einen Ja, Sinn. Ich glaube, das in die Richtung wird es ja auch gehen. also ich sehe dort wirklich Sinn. Aber jetzt geht es einmal in die ganz banalen Niederungen. Zuerst ein kleiner Ausblick und dann ein kleiner Rückblick. Jetzt werde ich noch mal kurz meinen Bildschirm freigeben. Interessanterweise war heuer das Waldviertel unser absoluter Burner. Und jetzt wollte ich es einmal wirklich wissen und habe einen dritten Termin ausgeschrieben. Also es gibt heuer in Summe 3 Waldvierteltermine und am dritten Termin sind bereits auch wieder 4 Anmeldungen. Also das Waldviertel ist wirklich der Superburner. Und also wer noch mitfahren möchte, gibt es noch Möglichkeiten. Und jetzt gehen wir zu einer sehr analogen Geschichte, also die in der Natur stattfindet und die der Walter Bergen sich jetzt ausgedacht hat. Und zwar, es gab jetzt in der letzten Woche 2 Fotos mit Eichkätzchen in Wien und die waren einfach, haben herrlich posiert. Also Walter, erzähl mal ganz kurz, wo das war und wie waren die ersten Fotos, die ich gesehen habe, waren ja sensationell. Ja, schönen guten Abend auch von mir. Ich gehe seit 3 Jahren ungefähr auf den Platz. Das ist in Schönbrunn. Ja, ich war vor ein paar Wochen dort und mit den gelben Blumen habe ich gefunden, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt. Wir haben innerhalb kürzester Zeit Workshops ausgeschrieben und diese Fotowalks, wir haben jetzt 3 Termine gehabt in einer Woche und ich habe eh gerade vorhin geschaut, so wie der Harry da. Grabmeier oder die Karin, die Ortmeier sind dabei. Die können euch theoretisch, wenn sie etwas dazu sagen wollen, auch Erfahrungsberichte geben. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, es war die dreimal wirklich perfekt. Wir haben zwar einmal einen Termin verschieben müssen wegen dem Wetter, aber so wie es war, war es genial. Wir haben nicht nur Eichkatzen gehabt, manchmal bis zu 7 Stück gleichzeitig. Sondern wir haben auch jedes Mal den Besuch eines Fuchses gehabt. Manchmal war er schön zum Sehen, manchmal ist er nur gemütlich vorbeispaziert. Das ist zum Beispiel ein Foto vom letzten Workshop, wo er wirklich in der Wiese eigentlich ganz zufrieden durch die Gegend geschaut hat und dann wieder gemütlich weitergegangen ist.
Dieses Eichkatzel-Workshop werden wir sicherlich auch im Herbst machen. Ich bin gerade am Überlegen, wie wir das auch im Winter unterbringen, weil ich finde, mit Schnee ist es einfach perfekt. Ich habe auch schon genug Fotomaterial dafür. Die Schwierigkeit ist eher, das so zu planen, dass in Wien auch wirklich Schnee ist. Also ich glaube, dass wir das vielleicht so schaffen können, dass wir kurzfristig so eine Art Vormerkliste machen, die Leute sagen, ich habe Interesse und ich dann kurzfristig reagiere und dann die Leute anrufe und sage, was ist übermorgen, ja, nein, passt. Und dann haben wir vielleicht 20 Anrufe und ich hoffe, dass dann zumindest so ein paar Interessenten überbleiben. Aber ansonsten ist es halt bei den derzeitigen oder bei den letzten Wintern in Wien äußerst schwierig, dann wirklich Termine zu planen, wo man rechnet. Also, es wird überhaupt kein Problem sein. Wir haben nämlich sowieso eigentlich eine super E-Mail-Liste und können da innerhalb von ganz kurzer Zeit die Community ist hochaktiv. Also das lässt sich organisatorisch ganz leicht umsetzen mit der WhatsApp-Gruppe. Genau. Also das wird. Aber da haben wir noch ein bisschen Zeit. Jetzt ist einmal Frühling. Der nächste Termin im Mai, der ist schon ausgebucht. Vielleicht bringen wir da noch einen unter, aber er ist schon relativ voll. Einen Termin gibt es noch, der ist unter der Woche, aber nachdem wir sehr zeitig dort sind, waren bisher die Termine unter der Woche auch sehr gut gebucht. Der Termin ist am Montag, den 24. April und da gibt es wirklich noch Plätze. Besser gesagt, da ist noch keine einzige Buchung, also da gibt es noch, weil das ein Zusatztermin ist, noch keine konkreten Buchungen. Gut. Und jetzt schauen wir uns gemeinsam einen Workshop an, der sehr, sehr cool ist, den der Walter mit der Susanne gemacht hat. Die werde mal schon auf die nächste Folie schalten, hat um eins zurück. Und zwar, wir haben bei uns im Studio am Reithoferplatz ein paar Stationen aufgebaut. Und Walter, am besten ist, wenn du da gleich mal kurz was dazu sagst und ich schalte dann einfach weiter, wenn das für dich passt. Ich mache ein bisschen ein Allgemein, wie es zu dem Ganzen gekommen ist. Die Susanne, die sozusagen der kreative Kopf dieses Workshops ist, wird dann die einzelnen Stationen kurz vorstellen, nicht so im Detail, dass alle Geheimnisse bekannt werden, weil sonst braucht keiner mehr zum Kurs gehen. Na, Spaß beiseite. Das Wichtigste ist, wir haben den Workshop so geschaffen, dass es ohne finanziellen großen Aufwand leicht möglich ist, das auch dann zu Hause zu starten. Das heißt, wir wollen diesen Fotokurs als Startschuss sehen für die eigene Kreativität und dass man nicht sophisticated mit viel Aufwand, mit viel Dreck dann die Wohnung versaut, sondern dass man wirklich zu tollen Ergebnissen mit kostengünstigen und relativ einfachen Mitteln kommt. Und so die ersten Rückmeldungen von den Teilnehmern waren auch schon so, dass gesagt haben, ah, da habe ich eine Idee, das könnte man so machen, das könnte man so machen. Also das ist so richtig der Startschuss. Und bevor ich jetzt so viel rede, soll die Susanne, die da einfach die Expertin ist, zum Beispiel einmal die erste Station vorstellen. Wir haben so, dass wir drei Stationen, darum auch dieses Titelbild, was der Karl vorhin eingeblendet hat, jetzt ist was anderes, zumindest auf meinem Bildschirm. Genau, also wir haben maximal können 6 Leute daran teilnehmen und zwar deshalb, weil wir drei verschiedene Stationen haben, wo immer 2 gleichzeitig arbeiten können. Weil wir auf keinen Fall wollen, dass die Teilnehmer unterbeschäftigt sind, sondern jeweils so eine Stunde ungefähr und dann wird gewechselt und dann kommt jeder zu unterschiedlichen Ergebnissen. So, und jetzt Karl bitte die nächste Folie und die Susanne wird sich kurz vorstellen und sagen, was wir da machen. Sag mal ein großes Hallo in die Runde und möchte euch die erste Station vorstellen. Das ist eben Öl schwimmend auf Wasser, wo wir ein kleines Behälter haben, wo Wasser drinnen ist, Öl dann reinleert, das schwimmt auf der Oberfläche und wird von unten mit diversen Leuchtmitteln beleuchtet. Man kann ein iPad nehmen oder in dem Fall waren es eben die LED-Lampen, die dann einen Farbwechsler gehabt haben. Und wenn man nur einen Tropfen Spülmittel reingibt, dann werden die Blasen dann auch recht schön und stabil und sausen nicht in der Gegend rum. Ja.
Gut, dann zeig bitte Karl das erste Beispiel. Genau, und das sind dann die Ergebnisse. Und da kann man wirklich die eigene Kreativität schon in dem Bereich walten lassen, weil man kann schauen, dass die Ölblasen eher groß sind, klein sind. Man kann es drapieren, wie man es will. Man kann mit dem Licht unten arbeiten, um verschiedene Effekte zu erzielen. Also da gibt es schon, finde ich, klasse Möglichkeit. Und verschiedene Varianten, ja. Verschiedene Varianten, ja. Das nächste bitte, genau. Das ist von der Martina, ich glaube, die hört eh heute auch zu. Die Blasen in der Blase dann wieder drinnen. In dem Fall waren es dann auf einem weißen Licht einfach Umschläge, Heftumschläge zusammengeschnitten und aufs weiße Licht draufgelegt. Somit kann man sich damit die Farben auch spielen, wie man die Folien eben auflegt. Ja, die zweite Station, auch da haben wir versucht, da geht es um die Tropfenfotografie. Sicher kann man sich einen Tropfenspender kaufen und muss gleich über 100 Euro investieren. Aber so wie es wir aufgebaut haben, ist der Kostenfaktor, weiß ich nicht, wie viel sind es? Maximal 5 Euro. 5 Euro sicher nicht mehr, genau. Genau, und ja, es kommt der Tropfen regelmäßig runter und man kann dann mit, auch da wieder ist es gescheiter, Susanne, so sagst vielleicht du mit den Farben, dass man da die Blitzfolien verwendet und nicht genau. Das Wasser färbt. Genau, man kann eben das Bild färben mit einem bunten Blitz, also auch Folien vor dem Blitz. Man kann den Blitz drapieren von hinten, von den Seiten oder von vorne. Und man kann dann die Flüssigkeiten einfärben, dann noch entweder nur unten oder oben in die Infusionsflasche oder beides. Man kann dann auch diverse Flüssigkeiten wie Milch oder so auch reingeben. Wird das Ganze ein bisschen zähflüssiger. Und das Ganze wieder einfärben, dann wird es recht bunt. Also da sind auch davon, dass sich keine Grenzen gesetzt. Oder mit Kaliumpermanganat, das ist schön violett dann. Ja, Grundlage, genau. Das ist. Kann man alles Mögliche ausprobieren. Und ihr habt es, glaube ich, mit einem Blitz beleuchtet, oder? Von der Seite? Teilweise eins oder mit zwei. Wobei, vielleicht, wenn ich da einhaken darf. Also wir sind so vorbereitet, dass man jetzt nicht der Blitzexperte sein muss. Also wir haben auch für verschiedene Systeme, zum Beispiel für Sony, für Olympus, Canon, die zwei Blitze überall zur Verfügung. Also es können auch Leute kommen, die keine zwei Blitze losgelöst von der Kamera steuern können, weil wir einfach das so vorbereitet haben, dass man das mit unterschiedlichen Systemen machen kann. Also es sind jetzt keine Blitzexperten-Fachkenntnisse. Voraussetzung. Ja, weil der große Vorteil ist, wenn der Abstand feststeht, also das stellt man im Prinzip einmal ein und es ist wirklich sehr easy. Man kann dann auch Blitzen lernen bei der Gelegenheit, wenn man es noch nicht kann. Genau. Theoretisch, ja, genau. Es ist dann das Ganze eben immer eine Timingssache. Aber wenn man dann einmal einen Rhythmus heraus hat, kann man dann auch in die verschiedensten Phasen dann fotografieren. Es ist halt der Vorteil, der Tropfen kommt gleichmäßig. Und damit kann man sich ausrechnen, wann er kommt. Und man muss halt die eigene Reaktionszeit und die Auslösung von der Kamera ein bisschen berücksichtigen. Also es wird natürlich auch Ausschuss geben. Aber so wie man da auf den Bildern sieht, es gibt wirklich tolle Ergebnisse. Und mit den verschiedenen Möglichkeiten von den Farben, und manchmal sieht man eben ein, zwei Tropfen, manchmal sieht man nur die Krone. Also da, auch da hängt es dann vom Zeitpunkt ab, aber man erwischt relativ bald auch wirklich das Ergebnis, das man haben will. Wenn man immer die Farbe, ist Wasser färbt, hat man natürlich das Problem, dass man dann auch die Ränder verfärbt hat von der Schüssel. Also so gesehen ist es mit Farbfolien vom Blitz das viel praktischere und viel bequemere. Man ist flexibler dann auch. Genau. Susanne, wir sind schon bei der dritten Station. Ja, das ist jetzt die Tinte. Das Ganze spült sich dann in ein Aquarium ab, wo einfach mit einer Spritze diversen Tinten reingespritzt werden, dann auch wieder von der Seite in ein Sangenlicht fotografiert wird. Und also da haben wir auf jeden Fall zwei Blitze. Genau, da braucht man es auf alle Fälle. Und kann man auch wieder Farbenzusammenstellungen ausprobieren oder nur einfärbig. Und
kann man auch ziemlich kreativ sein. Habe es aber da nur mit Tinte probiert, also mit keinen anderen Flüssigkeiten. Was könnte man da noch verwenden statt Tinte? Ja, Tusche oder recht viel mehr. Acryl gibt es auch, aber das klumpt für mich, für meine Bedürfnisse einfach zu sehr. Am feinsten ist eh die Tinte. Weil die so richtig schwebende Ergebnisse bringt, so weiche. Können wir eh gleich herzeigen, genau. Da sind eben das Gelb und das Blau verwendet worden und vermischt sie dann einfach auch. Schaut dann aus wie so Wolken. Es ist erstaunlich, dass selbst durch einen Blitz, es erscheint trotzdem so in Bewegung, gell? Es schaut genau. Durch das seitliche Zangenlicht, schaut es einfach dreidimensional aus. Aber es ist geblitzt, nicht beleuchtet, weil es wäre viel zu lange. Es ist geblitzt, genau. Ja, es ist geblitzt, ja. Schaut super aus. Da ist eben dann nur das Blau verwendet worden. Klingt doch fast, glaube ich, eine Qualle. Das schaut aus wie eine Qualle, stimmt, ja. Und man kann dann eben mit mehr Druck und mit weniger Druck die Farbe reinspritzen. Hat man halt dann größere Wolken oder halt feinere Fäden. Und das ganz ohne KI. Und das genau. War einmal nur alles ohne KI, ja genau. Ich hoffe, da reicht nur unsere Intelligenz. Karl, Entschuldigung, es ist eine Frage im Chat. Ist das mit HSS-Synchronisation am Blitz? Nein. Nein, das ist gar nicht notwendig. Genau. Das ist gar nicht notwendig. Ganz einfach. Genügt eine kurze Blitzzeit. Also man friert die Bewegung mit einem extrem kurzen Blitz ein. Weil der Blitz steht so nah am Aquarium, dass man auch nicht wirklich jetzt der mit voller Leistung braucht oder so. Dann reicht dann ein 64. oder so und dann kann man das schön einfrieren. Und jetzt kommt die nächste Frage. Auch bei den Tropfen, genau. Ja, ist Wilfried ist der Fragesteller. Auch bei den Tropfen. Genau. Also man braucht nirgends HSS oder sonst was. Es reicht die normale Blitzstärke. Also das HSS, das braucht man ja nur, wenn man kürzer belichten will als die Synchronisationszeit. Genau. Und ist aber trotzdem erforderlich. Ja. Weil es ist ja jetzt quasi sowieso so, dass ja durch das, dass der Blitz ja die einzige Lichtquelle ist, weil der Hintergrund kommt ja nicht zum Tragen, dann habe ich auch kein Problem mit der Blitzsynchron, sondern der Blitz ist aber so viel kürzer leuchtet. Genau, ich konnte theoretisch viel länger belichten und es wird macht eh dann nur der Blitz praktisch das Foto, mehr oder weniger. Genau. Also die Grundeinstellungen sind so, dass so eine Blende gewählt wird, dass ohne Blitz das Bild komplett schwarz ist. Genau. Wenn man dann den Auslöser betätigt, gibt es einmal eine ganz kurze ein Lichtimpuls und der belichtet das Bild. Genau, so ist es, ja. Und das ist jetzt ungefähr, weil das im Chat und ungefähr im Chat der 200stel plus minus passt. Ja. Ja. Es ist immer, beim Blitzkurs machen wir die sogenannte Nullbelichtung, das heißt, da gehen wir dann raus ins Freie, nehmen 100 ISO, ein 200stel, Blende 16 und machen dann ein Foto und dann sieht man aber, dass eigentlich nichts am Bild ist. Das ist sozusagen dann der Sinn der Übung, diese sogenannte Schwarzbelichtung. Und dann schaltet man den Blitz ein und dann sieht man, aha, durch den Blitz auf einmal tut sich was. Genau. Da sind auch zwei Farben genommen worden und man kann natürlich dann also kreativ sein, das Bild dann am Kopf stellen. Und genau. Aus, wie wenn so ein Vulkanausbruch zum Beispiel ist oder so. Ja, und da passt natürlich das Hochformat überhaupt sehr gut. Genau. Quadratisch, Querformat, wirklich. Der Kreativität sind ja keine Grenzen gesetzt. Überhaupt nicht. Ja, cool. Und natürlich eine kurze Werbeeinschaltung. Also es gibt dann noch so einen Kurs also Ende April, am 11. Juni und am 29.07. Ja. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie vielleicht die eine oder andere das einmal gibt. Das ist wirklich super spannende Geschichte. Und damit ganz was anderes. Und wie die Susanne und der Walter schon gesagt haben, kann man das dann auch ganz gut üben zu Hause an Nachbarn, was einen am meisten interessiert. Also, das Wichtigste ist, Spaß macht es. Und genau. Was wir bisher von den Teilnehmern gehört haben und uns beiden macht es auf jeden Fall genauso viel Spaß. Genau. Und bisher waren wirklich tolle Rückmeldungen
Also es ist wirklich gut angekommen bisher. Und beim Termin am 30. sind 2 Plätze frei. Also der ist noch nicht ausgebucht. Nein, ist witzigerweise, wir haben im Moment so viele Kurse ausgebucht und es gibt aber jetzt für die Power der Canon EOS am Freitag gibt es quasi noch 2 Plätze. Dann haben wir nächste Woche noch Fine Art Printing und wo wir ganz, ganz wichtig noch jemanden suchen für die Architekturfotografie am 22. fehlt uns einmal noch ein Teilnehmer, damit wir zu viert sind. Also wenn noch jemand Lust hat, da würde man sehr freuen. Und das Webinar Fotowochenende am 27. ist schon sehr, sehr gut gebucht. Und da könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne teilnehmen, aber da werden wir dann auch im Nachgang noch ein Newsletter schicken und das ist kostenfrei. Und ich freue mich jetzt sehr auf einen Gast und so auf den Alon, den ich schon vor einiger Zeit kennengelernt habe, der bei Canon sehr viele Promotions gemacht hat, von da kennen wir uns auch. Und der sich also mit Naturfotografie, mit Wildtierfotografie beschäftigt. Und ich würde den Alon einmal bitten, dass er sich kurz vorstellt. Ich werde mal meine Freigabe stoppen und dich einmal groß machen. Karl, bevor wir noch zum Alon schalten, da ist noch eine Frage im Chat. Findet Osttirol statt? Ich habe gerade zurückgeschrieben. Okay. Der Frühlingstermin ist fix und der Herbsttermin ist noch nicht ganz klar, ob der stattfindet. Da gibt es vielleicht noch eine kleine Umstellung. Er ist im Moment offline. Aber der Juni-Termin ist also der wird auch zustande kommen. So, Alon, du kannst deine Kamera aktivieren. Ja, hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Nur sehen wir dich leider noch nicht. Ich kann die Kamera nicht aktivieren, da steht, ich kann das Video nicht starten, weil der Host es gestoppt hat. Was habe ich gemacht? Weiß ich nicht. Sie können Ihr Video nicht starten, weil es der Host... Warte, schauen wir das gleich mal an. Okay, Entschuldigung, das war tatsächlich ich. Jetzt wissen zumindest alle mal, wie ich klinge. Genau, warte mal, jetzt probieren wir es noch einmal. So, ich beantrage den Videostart. Video starten. Na, jetzt. Sehr gut, ciao. Hi, jetzt habt ihr ein Gesicht. Hallo. Wunderbar, hi. Vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr über so viele Zuhörer und Zuhörerinnen. Wunderbar. Ich werde gleich mal eine kleine Präsentation starten, ein bisschen was zu meiner Arbeit erzählen und damit ihr euch auch ein Bild machen könnt, wer ich bin, was ich so alles mache. So. Passt. Seht ihr das? Ja, wunderbar. Wunderbar. Vielleicht ganz kurz gleich am Anfang, wenn irgendwelche Fragen aufkommen sollten oder sowas, gerne einfach fragen, in den Chat schreiben oder einfach direkt fragen, wie ihr das möchtet. Einfach wohlfühlen bei dem Ganzen. Ich werde jetzt ein bisschen was erzählen über mich, meine Person, wie ich zur Fotografie gekommen bin, weil das ist schon ein bisschen anders als was ich sonst so kenne normalerweise. Und auch dann am Ende natürlich auf die Workshops eingehen, die wir mit euch gemeinsam machen wollen. Also was ihr hier lest, take nothing but photographs, leave nothing but footprints, kill nothing but time, ist sozusagen ein Mantra, nachdem ich jetzt schon lange meine Arbeit gestalte, nachdem ich schon lange lebe. Ich versuche in der Natur mich immer so fortzubewegen, dass ich möglichst wenig Impact habe, negativen Impact vor allem auf meine Umgebung in der Natur. Genau, ein bisschen was zu meiner Person. Wer bin ich? Mein Name ist Alon Mekinolov, bin jetzt 33 Jahre alt. Ich bin Artenschützer, Naturliebhaber und Foto- und Videograf. In der Reihenfolge. Also ich habe als Naturliebhaber angefangen, bin dann in den Artenschutz gegangen und habe im Rahmen des Artenschutzes dann gelernt, was die Fotografie eigentlich alles bewirken kann. Aber da komme ich dann im Detail auch noch dazu. Bei meiner Arbeit schaue ich meistens so aus, liege halt irgendwo im Geröll und warte in dem Fall auf Eidechsen, die da aus dem Gebüsch rauskommen. Manchmal schaue ich auch einfach fragend durch ein Fernglas und suche nach allen möglichen Tieren. Manchmal verstecke ich mich im Stroh. Und nach Feierabend und nach getaner Arbeit sehe ich dann meistens so am Campingplatz aus, wenn ich irgendwo unterwegs war und den ganzen Tag fotografieren war, schlafe ich am liebsten einfach irgendwo ein. Ich kann überall schlafen. Meine Hauptarbeitsfokusbereiche sind die Wildtierfotografie, die Haustierfotografie und vor allem aber auch die Artenschutz-Dokumentarfotografie, durch die ich zur Fotografie gekommen bin und für die ich auch sehr viel Reise in der Welt und sehr viel verschiedene Artenschutz-NGOs und verschiedene Menschen kennenlerne, die da extrem wichtige und gute Arbeit leisten. Bisschen dazu, wie das alles begonnen hat. Also lehnt euch zurück und schaut hoffentlich nicht so drein, wie ich auf dem Bild hier gerade.
Das bin ich, 2017, ein bisschen jünger, ein bisschen dichteres Haar im Kopf und definitiv sehr, ich sage mal, ohne Connex zur Fotografie zu dem Zeitpunkt noch. Ich habe damals für die im Rahmen für die Uni halt ein Pflichtpraktikum machen müssen und haben mir damals gedacht, okay, ich will dieses Pflichtpraktikum jetzt nicht unbedingt hier in Österreich irgendwo in einem Büro für eine Consulting-Firma oder so etwas machen und habe dann an der Uni gefragt, ob ich mir ein eigenes Praktikumsprogramm zusammenstellen kann. Die Uni hat dann gemeint, ja, ich soll ihnen ein paar Vorschläge geben. Ich habe ihnen dann einen Vorschlag gegeben von einer Artenschutz-NGO in Sumatra in Indonesien, die ich kennengelernt habe auf einer meiner Reisen und die bereit wäre, mich einen Monat lang dabei zu haben, damit ich mein Pflichtpraktikum da abschließen kann. Das hat die Uni sehr, sehr glücklich und gerne angenommen. Ich bin dann eben da gerade mit gepacktem Gepäck am Weg zum Flughafen gewesen. Früher, vielleicht kurz zu den Fotos. Die Fotos sind relativ durchmischt. Ein paar davon sind mit alten Geräten, ein paar mit neuen Geräten, ein paar sind Handyfotos. Also das ist alles ganz, ganz verschieden. Ich habe dann dort angekommen, habe ich natürlich Habitate gesehen, die ich so einfach noch nie gesehen und kennengelernt habe. Unberührte Natur, wilder Dschungel. Die Luftfeuchtigkeit ist natürlich was anderes, die Vegetationsdichte ist eine andere, die Artenvielfalt ist eine ganz andere. Wildnis ist dort einfach wirklich noch ganz groß geschrieben in vielerlei Orten und vor allem in Sumatra, wo ich da unterwegs gewesen bin. Ich habe atemberaubende Naturräume quasi kennenlernen können, da waren wir in den Canyons unterwegs, unglaubliche Fotospots auch im Nachhinein betrachtet dann. Ich habe mit den Rangers in meinem Team arbeiten können. Wir haben sehr viel Anti-Wilderei-Arbeit gemacht. Wir haben sehr viel Bildungsarbeit geleistet. Wir hatten ein Programm, um die Hunde und streunenden Katzen in den Dörfern zu helfen. Alle möglichen. Das heißt, es war alles sehr breit gefächert, was wir an Arbeit gemacht haben. Wir haben natürlich auch wahnsinnig tolle Tiere beobachten können während der Arbeit. Und dazu haben wir uns dann auch dediziert immer Zeit genommen, weil das einfach wichtig war, nicht nur für unsere Seele, sage ich einmal, oder für meine, sondern auch einfach für die Artenschutzarbeit selbst. Es ist nämlich ganz wichtig zu wissen, was für Tiere in den Regionen vorkommen, die wir zu schützen versuchen. Wie gesagt, mit den Kindern in den umliegenden Dörfern haben wir auch Englischunterricht gratis angeboten und also Sustainability, also wie man ein bisschen ökologischer sich in der Umwelt bewegen kann. Und auch dann im Privaten, was für Dinge man so alles anwenden kann. Das ist extrem gut angekommen, sowohl bei den Kids als auch bei den Eltern. Wir hatten dann irgendwann einmal auch ein paar ältere Leute dabei, die gekommen sind und gesagt haben, sie wollen da auch mal zuhören. Also alles richtig, richtig tolle Sachen. Wenn ihr zu meiner Arbeit dort dann Detailfragen habt, das können wir gerne dann auch bei den Workshops besprechen. Da kommen dann relativ oft Fragen auf. Ich habe die Ranger begleitet bei diversen Expeditionen. In dem Fall waren wir jetzt zum Beispiel in einem Dorf, das etwa 2 Tage Fußmarsch von der nächsten Straße entfernt ist, was ziemlich cool gewesen ist, weil dort, die waren halt wirklich mitten im Dschungel, war ein winzig kleines Dorf mit, ich glaube, 20 Einwohnern oder so. Und die Leute dort leben mit und von dem Dschungel, sage ich einmal. Bauen natürlich auch gewisse Dinge an, die sie dann am Markt verkaufen. Also die sind nicht komplett abgeschottet gewesen, aber wir haben jedenfalls sehr, sehr viele tolle Dinge erlebt. Ich habe mit den Locals dort gelebt. Der Raum, den ihr da gerade seht, das ist Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Schlafzimmer und alle Zimmer eigentlich zugleich. Und da haben wir auch alle gemeinsam geschlafen dann. Also das wurde nach dem Essen dann einfach zum Bettenladen. Wir haben Wildtiere aus schlechter und zum Teil auch illegaler Haltung befreit und sie dann zu diversen Rehabilitationszentren gebracht, die sich dann um die Rehabilitation und Auswilderung dieser Tiere gekümmert haben. Wir haben Brandrodung dokumentiert, die zum Teil, sage ich mal, illegal natürlich ist und zum Teil aber nicht illegal ist, weil es in gewissen Gegenden manchmal passiert, wo der Naturraum selbst jetzt nicht geschützt ist, aber diese Art und Weise der Rodung dann nicht erlaubt ist. Also das sind dann ganz viele verschiedene Grauzonen, in denen man sich da zum Teil bewegt. Ich habe natürlich wahnsinnig viele tolle Tiere kennenlernen können und fotografieren können. Das ist ein Siamang-Gibbon, schwer vom Aussterben bedroht, extrem faszinierende Tiere, was Fortbewegung, was Kommunikation, was soziales Gefüge etc. alles Mögliche angeht. Und sie sind auch einfach wunderschön. Lanternflies, eine Zikadenart, die einfach
wahnsinnig flächig aussieht, finde ich. Das ist die größte Blume der Welt, die wir da gesehen haben, was für mich persönlich eine Riesenehre war, weil nach dieser Blume habe ich 2 Jahre lang quasi gesucht. Die blüht nur einmal alle 10 Jahre und dann auch nur für 24 bis 48 Stunden. Titan Arum, auf Deutsch heißt die Titanwurz. Könnt ihr gerne googeln, die hat einen extrem spannenden Lebenszyklus und auch die Art und Weise, wie sie aufgebaut ist, ist extrem spannend. Dazu gerne auch dann mal mehr. Und dann kam dieses Foto. Dieses Foto hat, auch wenn es qualitativ jetzt absolut nicht auf dem Level ist, wo ich mich befinde oder wo ich halt damals sein wollte, es ist definitiv ein Foto, das mein Leben extrem beeinflusst hat. Das zeigt ein weiblichen Orangutan. Man sieht, seht ihr meine Maus auch? Ja, sehr. Wunderbar, weil dann seht ihr hier zum Beispiel den Arm von ihrem Jungtier, das da gerade hinter ihr hängt. Dieses Weibchen habe ich Big Girl getauft. Wir haben sie und ihr Jungtier plus alle möglichen anderen Primaten in der Gegend, haben wir 5 Tage lang beobachten können. Das war an einem gigantischen Feigenbaum, der reichlich Früchte getragen hat. Das war wirklich wie in einem Märchen dazustehen und zu sehen, wie alle 6 Primatenarten der Gegend ihn friedlich miteinander an einem Baum fressen, weil dieser Baum gerade so extrem viel Früchte trägt, dass es zu keinerlei Konkurrenzkämpfen da gekommen ist. Also das ist für jemanden, der im Artenschutz und in der Ökologie unterwegs ist, ein ganz, ganz besonderer Moment, den ich persönlich erleben durfte und sehen durfte. Also wir hatten Thomas Leaf Monkeys, die endemische Arten sind, die nur dort in der Region vorkommen, in Nord-Sumatra. Wir hatten alle möglichen Makakenspezies, wir hatten alle Siamang-Spezies aus der Gegend, wir hatten die Orangutans dort. Es war ein unglaubliches Ding, dieses Weibchen und ihr Jungtier 5 Tage lang begleiten zu dürfen, ohne sie zu stören und sie einfach dabei zu beobachten, wie sie ihren Tag lebt. Das war der Wahnsinn. Und dabei sind natürlich einiges an Fotos entstanden. Eines von diesen Fotos war dieses hier. Und das Foto, ich weiß es nicht warum, es ist vielleicht die Pose, es ist vielleicht der Rahmen, der da entstanden ist, es ist vielleicht die Tatsache, dass man die Augen sieht. Und es ist definitiv die Tatsache, dass ich, als ich dieses Foto geschossen habe, keine Ahnung hatte von Fotografie. Das ist voll im Automatikmodus mit irgendeiner uralten Bridge-Kamera. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote. Diese Bridge-Kamera wollte ich eigentlich gar nicht mitnehmen. Ich war auf einer meiner Reisen nach Sumatra zurück. Dadurch, dass das Visum immer nur für 2 Monate zugelassen wurde, musste ich halt immer wieder hin und her leider. Also ich bin nicht ständig hin und her geflogen, aber ich war 2 Monate da, war dann wieder ein paar Monate hier und bin immer wieder zurück. Und vor einer dieser Reisen hat mein bester Freund mich gefragt, ob ich eine Kamera mitnehmen würde. Da habe ich natürlich gesagt, nein, wozu? Das ist nur totes Gewicht. Also wenn ich mich jetzt höre, wie ich diese Sachen sage, dann, das tut mir weh. Aber damals dachte ich mir halt, nein, wozu? Totes Gewicht brauche ich nicht mitnehmen. Vollkommen unnötig. Ich mache sie kaputt. Ich kenne mich nicht aus. Sie geht verloren. Sie wird geklaut. Es ist luftfeucht. Irgendwas kann passieren. Ich wollte diese Verantwortung einfach nicht. Und der Philipp, mein bester Freund, der hat mir damals gesagt, hör zu, mir ist diese Kamera völlig egal. Ich habe sie mir vor Jahren mal gekauft und ich habe sie nie wirklich verwendet. Ich bin kein Fotograf. Ich habe sie nur für den Urlaub gekauft, um ein paar schöne Knipsmomente festzuhalten. Ich brauche diese Kamera nicht. Und wenn du sie dabei bei deiner Reise kaputt machst, soll mir das recht sein. Mir ist nur wichtig, jedes Mal, wenn du zurückkommst aus dem Dschungel, hast du wahnsinnig tolle Geschichten zu erzählen. Und ich habe noch kein einziges Foto gesehen, das mir in irgendeiner Weise zeigt, wie das dort wirklich ausgesehen hat. Ich habe natürlich Handyfotos immer wieder mal gezeigt, aber bei aller Liebe, das lässt sich nicht vergleichen, schon gar nicht von vor 6 Jahren. Nach langer Diskussion hat er mich dann überredet, die Kamera doch mitzunehmen. Ich habe sie dann mitgenommen und halt nebenbei einfach ein bisschen geknipst. Das hat ein paar Tage gedauert, bis ich sie überhaupt rausgenommen habe aus dem Rucksack. Es hat ein paar Tage gedauert, manchmal zwischendurch, weil ich keinen Bock hatte drauf. Es hat ein paar Tage gedauert, mir die Fotos durchzusehen. Ich hatte damals noch gar keinen Dunst von Fotografie. So, und hinter diesen Rahmenbedingungen ist dieses Foto dann entstanden. Mein Traum, das sage ich euch jetzt gleich mal direkt, mein Traum für meine fotografische Karriere und für mein Leben selbst ist es, genau dieses Foto noch einmal nachmachen zu können mit den technischen Skills, die ich heute habe und mit dem technischen Equipment, das ich heute habe. Wenn ich dieses Foto gemacht habe, dann bin ich glücklich. Dann habe ich alles erreicht, was ich, für mich persönlich hat dieses Foto alles geändert. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu diesem Foto. Dieses Foto habe ich damals gemacht. Ich habe das damals im Sucher gesehen und auf dem Bildschirm gesehen und mir gedacht, nett, cool, nice. Keine Ahnung, was man damit macht. Keine Ahnung von Foto-Editing. Das ist ein JPEG gewesen. Also ich habe damals nicht mal RAW fotografiert. Im JPEG.
Vollautomatikmodus. Hab das Foto dann irgendwie mit einem Standardfilter vom Handy aus irgendwie bearbeitet und habe mir gedacht, boah, schaut eigentlich ganz cool aus. Und dann habe ich dieses Foto gemeinsam mit ein paar anderen, unter anderem ein paar Siamang-Fotos und sehr viele Fotos von unserer Arbeit selbst. Also das heißt, die Arbeit, die wir mit den Streunerhunden dort gemacht haben, die Arbeit, die wir mit den Kids dort gemacht haben, etc. etc. Habe ich dann einfach über WhatsApp an einem der Wundertage, wo wir irgendwann einmal für 10 Minuten Internetverbindung gehabt haben, habe ich das an Freunde und Verwandte geschickt. Einfach nur so, nur ohne Ziel. Einfach nur zum zeigen, hey, ich bin da, ich lebe noch. Das sind die Dinge, die ich so sehe und erlebe. Ich finde das cool, schaut sich das an. Sag was dazu oder sag nichts, was du, ist mir wurscht. Viel Spaß damit. Und das Feedback auf dieses Foto speziell und auch auf alle anderen Fotos hat für mich so einen harten Impact gehabt. Also es waren Leute plötzlich interessiert an meiner Arbeit. Leute, die vorher nicht ernst genommen haben, was ich da gemacht habe, haben plötzlich verstanden, oh Moment, der Elon hopst da nicht nur einfach im Dschungel rum, sondern der macht auch wirklich Sachen dort. Leute, die vorher sowas noch nie gesehen haben, einen Orangutan noch nie gesehen haben, waren plötzlich komplett begeistert, so, oh mein Gott, das ist ein wunderschönes Tier, kannst du mir dazu mehr erzählen? Ich habe dann mehr dazu erzählt. Also es sind extrem viele Gespräche und extrem viele Connections aus diesen Fotos entstanden dann. Und im Rahmen dieser Gespräche und Connection dann auch natürlich einiges an Spenden reingekommen. Jetzt nicht Millionen und auch nicht Tausende von Euros, aber mit ein paar hundert Euro kommt man in Indonesien extrem weit. Wir haben Spenden plötzlich gehabt, aufgrund, nur weil ich diese Fotos geschickt habe, Spenden plötzlich gehabt für die NGO, mit denen haben wir Schulmaterial für die Kids kaufen können. Wir haben zwei der Kamerafallen, die uns, eine ist kaputt gegangen, eine wurde gestohlen, die halt außer Gefecht waren, haben wir ersetzen können. Wir haben den Rangern allen einen Bonus geben können. Also ich weiß noch, dass ich damals dagestanden bin, als diese Nachrichten dann reingetrudelt sind, weil dadurch, dass ich immer nur ganz schlechte Internetverbindung hatte, habe ich nicht alles eins nach dem anderen bekommen, sondern als dann wieder Internet da war, 30 Nachrichten auf einmal bekommen. Die habe ich dann alle durchgelesen, beantwortet etc. Und ich stand damals da und dachte mir, ich habe keine Ahnung von Fotografie, ich habe kein Interesse an Fotografie, ich weiß nicht, was ich da mache. Die Fotos sind alle irgendwas. Ich weiß nicht mal, ob sie gut oder schlecht sind. Für mein Auge passen sie einfach nur gerade. Und diese Fotos haben jetzt schon so einen Impact gehabt, der für meine Arbeit und für die Arbeit von unserer NGO extrem hilfreich ist. Was könnte ich erreichen, wenn ich eine Ahnung habe von Fotografie, wenn ich weiß, was ich tue, wenn ich weiß, wie man eine Kamera bedient und wenn ich, ehrlich gesagt, Equipment habe, das auch was taugt. So. Und mit dieser Erkenntnis bin ich dann zurück nach Wien, habe mein Konto geplündert und habe mir meine erste Kamera und mein Telezoom-Objektiv besorgt. Und seitdem bin ich eigentlich nicht mehr aus der Fotografie rauszuholen. Ich habe jetzt seit Jahren immer eine Kamera dabei, fast immer. In den Momenten, wo man sie natürlich am meisten braucht, hat man sie dann zufällig nicht dabei. Aber es ist halt leider so das Gesetz. Genau. Und so bin ich dann eigentlich zur Fotografie gekommen. Das einmal ein bisschen zum Hintergrund von dem Ganzen. Was ich natürlich dadurch gelernt habe, ist, für mich ist es so, dass ich, wie soll ich sagen, ich bin nicht als Fotograf in den Artenschutz gegangen, sondern ich bin als Artenschützer in die Fotografie gefallen. So sage ich das immer ganz gerne. Für mich hat immer als erste Bedeutung der Impact meiner Fotografie und meiner Arbeit. Steht immer an oberster Stelle. Welchen Einfluss hat meine Fotografie auf mich, auf mein Leben, auf das Habitat, in dem ich mich bewege und an allererster Stelle auf die Motive, die ich fotografieren möchte. Das heißt für mich, dass es einfach eine gewisse Art von, ein gewisses Level an Respekt geben muss, dass ich als Fotograf oder Fotografin an den Tag legen sollte, damit ich dieses Tier in dessen Zuhause möglichst schadfrei und ungestört ablichten kann. Und das gebe ich auch ganz gerne weiter bei meinen Kursen, bei meinen Workshops und generell auch, wenn ich mit Leuten rede. Ich respektiere jeden Zugang. Alles, was ich als nächstes sage, ist rein meine eigene Ansicht der Sache. Und so versuche ich immer, ich habe mir quasi diese Grundsätze aufgeschrieben und gesagt, nach diesen Grundsätzen setze ich den Anspruch an meine eigene Arbeit und so möchte ich meine Arbeit und mein Wissen auch gerne weitergeben. Als allergrößter Grundsatz ist das Verständnis darum, dass wir uns im Zuhause der Tiere bewegen. Wir würden ganz schön verdutzt reinschauen, wenn plötzlich ein Steinbock oder ein Haubentaucher oder ein Wolf oder ein Bär oder ein Elefant oder irgendein Tier in unserem Wohnzimmer sitzt und uns einfach nur anstarrt. Ohne was zu tun, uns einfach nur anstarrt. Da würden wir auch sehr komisch reinschauen. Und das ist etwas, was ich ganz gerne grundsätzlich mir vor Augen halte. Da, wo ich mich gerade bewege, da, wo ich dieses Tier gerade gesichtet habe,
ich dessen zu Hause. Und entsprechend muss ich mich auch verhalten natürlich, entsprechend respektvoll und vorsichtig. Das heißt so Dinge wie, ich störe nicht beim Fotografieren, ich rede nicht laut, ich habe mein Handy natürlich auf lautlos, ich versuche mich ruhig und nicht hektisch und möglichst langsam fortzubewegen. Und ich versuche auch natürlich immer die Situation zu betrachten. Bewege ich mich jetzt direkt auf das Tier zu? Oder gehe ich vielleicht ein bisschen drum herum? Gehe ich vielleicht seitlich? Körpersprache ist extrem, darauf werde ich in meinen Workshops auch sehr viel eingehen. Körpersprache ist extrem wichtig. Nicht nur für uns Menschen, sondern für Tiere noch viel weiter, weil sie einfach die nonverbale Kommunikation viel, viel intensiver haben, als wir Menschen das noch können. Weil als wir angefangen haben, die wörtliche Sprache quasi zu entwickeln, hat sich unser Verständnis um Körpersprache ein bisschen geändert. Und das möchte ich gerne mitgeben. Und dass meine Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch wirklich sehen, worauf muss ich bei den Tieren achten? Wie bewege ich mich am besten vor? Es macht manchmal einen Unterschied, wenn ich mich frontal auf ein Tier zubewege oder wenn ich mich seitlich auf ein Tier zubewege oder vielleicht sogar rückwärts. Es gibt natürlich Tiere, wo ich mich nicht rückwärts dazu hinbewegen würde, aber auf solche Dinge gehen wir dann bei den Workshops natürlich auch ein. Als nächster Punkt einfach Regeln und Gesetze beachten. Jeder Park, jeder Wald, jeder Naturraum hat so seine ganz eigenen Regeln, hat seine ganz eigenen Gesetze und diese Dinge beachte ich auch einfach immer. Also wenn da steht, nicht ins Wasser gehen, gehe ich nicht ins Wasser. Fertig. Wenn da steht, auf den Wegen bleiben, dann bleibe ich auf den Wegen. Das hat Gründe und das hat wichtige Gründe und oftmals auch einfach Gründe, die ich vielleicht als Außensteher überhaupt nicht direkt einsehen oder verstehen kann. Auch wenn ich mich mit dem Thema sehr viel beschäftige. Und das sind bestimmte lokale Gegebenheiten, auf die ich einfach keinerlei Einsicht oder Einfluss habe. Und darum befolge ich die einfach immer. Das heißt, da wird schon ein Grund dahinter gehen. Lockmittel können schädlich sein. Also ich versuche die Tiere nicht anzulocken. Und das fängt von Anfüttern an und geht über Geräusche machen oder über Duft verwenden etc. Also ich versuche wirklich, möglichst das Tier so abzulichten, wie es sich natürlich bewegt. Und für mich ist es immer, ich sage mal so, ich bin nicht traurig darüber, wenn das Tier einfach an mir vorbeizieht, ohne mich angeschaut zu haben. Dann ist das halt so. Und dann habe ich halt ein Foto von dem Tier seitlich gemacht. Das ist, wie gesagt, mein persönlicher Ansatz hinter dem Ganzen. Auf die Körpersprache der Tiere achten, habe ich auch schon gesagt. Da werden wir dann, das ist für jedes Tier sehr spezifisch und unterschiedlich und gibt natürlich auch sehr starke Unterschiede. Also Säugetierkörpersprache werden wir als Säugetiere prinzipiell ein bisschen besser deuten können, so instinktiv auch einfach schon, als jetzt von einem Vogel und von Reptilien. Da muss ich ehrlich sagen, da hört es bei mir auch auf, was mit Körpersprache lesen angeht. Aber genau, nächster Punkt, nicht mit Nestern hantieren, was auch ab und zu mal vorkommt und natürlich auch darauf achten, in welchem Habitat bewege ich mich gerade. Gibt es da die Wahrscheinlichkeit, auf Bodenbrüter zu stoßen? Also das sind Vogelarten, die am Boden nisten und möchte ich mich in diesem Bereich dann komplett frei fortbewegen können. Also das sind zum Beispiel so Dinge, die vielleicht unter Punkt 2 Regeln und Gesetze beachten kommen, wo steht, am Weg bleiben. Wo aber nicht dazu steht, warum. Und eines der Gründe könnte sein, dass es in der Gegend zum Beispiel bodenbrütende Lebewesen gibt, auf dessen Nester ich treten könnte, versehentlich. Weil die sind natürlich sehr gut getan. Abstand halten. Und zum Abstand halten gibt es einen, das sage ich ganz gerne Anfängern, so als absolute Pi mal Daumen-Regel und absolut nicht in Stein gemeißelt. Und es kommt sehr aufs individuelle Tier und auf die Spezies natürlich an. Aber der Daumen-Hoch-Test ist etwas, was ich gern meinen Workshop-Teilnehmern und Teilnehmerinnen sage. Wenn ihr euch auf ein Tier zubewegt, einfach den Daumen hochhalten, ein Auge zumachen und schauen, verdeckt mein Auge, mein Daumen dieses Tier. Wenn mein Daumen dieses Tier verdeckt, bin ich weit genug entfernt. Wenn nicht mehr, bin ich eventuell ein bisschen zu nah. Wie gesagt, ein absoluter Grundsatztest, der aber jetzt nichts mit individuellen Situationen zu tun hat. Es gibt natürlich Tiere, und darauf achte ich auch sehr bei meinen Workshops, dass ich meine Teilnehmer dahin nehme, wo ich weiß, dass die Tiere relativ gut habituiert sind an menschlicher Präsenz, sei es durch Wanderwege, sei es dadurch, dass wir in öffentlichen Parks sind, etc., etc., da gibt es verschiedene Gründe. Also darauf achte ich dann auch, dass ich euch dahin nehme, wo wir, das hat zum einen den Vorteil, dass wir wahrscheinlicher auf die Tiere treffen, dass wir wahrscheinlicher mehr Zeit mit den Tieren verbringen können, dass wir wahrscheinlicher durch diese Mehrzeit auch mehr Zeit haben, die Tiere nicht nur einfach abzulichten, sondern auch kreativ ein bisschen zu arbeiten, dass wir auch die Möglichkeit haben, miteinander zu interagieren, ohne dass jetzt die Stresssituation entsteht, oh Gott, das Tier ist in 3 Sekunden weg, ich muss jetzt einfach Dauerfeuer draufhalten und schauen, was ich alles mitnehmen kann. Also das hat sehr, sehr, sehr viele
Gründe und Vorteile natürlich. Und ja, Wissen ist Macht, Vorbereitung. Also einfach, bevor ich irgendwo hingehe, vor allem, wenn ich da noch nicht gewesen bin, schaue ich mir natürlich an, was könnte ich da antreffen, welche Tiere, in welchen, oder wenn ich nach bestimmten Tieren suche, schaue ich natürlich, in welchen Habitaten die am ehesten vorkommen, damit ich weiß, okay, da, wo ich mich bewege, kann ich mit dem und dem und dem rechnen. Bei Vögeln zum Beispiel, wenn ich nach Vögeln suche und ich weiß, keine Ahnung, Wintergoldhähnchen kommt zum Beispiel in diesem Wald ganz wahrscheinlich vor. Die sind aber winzig klein und sehr schwer zu finden, fliegen gerne in der Mittelschicht der Bäume etc. etc. Da gibt es verschiedene Dinge. Dann versuche ich mir vielleicht vorher die Töne, die die Tiere von sich geben, die Vögel, rauszuhören, damit ich dann mit Glück natürlich im Wald, wenn ich bin, sie raushören kann aus dem ganzen Lernen, weil das sind alles so Dinge, die natürlich ein bisschen vorbereitend auf die gewissen Shootings dann eingehen, sage ich mal. Und als Standardding ist natürlich, jeder von uns macht das eigentlich schon, bevor wir irgendwo rausfahren, schauen wir mal, wie das Wetter sein wird, damit wir uns gescheit anziehen können und auch vielleicht das passende Equipment mitnehmen. Also das ist so der Grundsatz, also die erste Stufe der Vorbereitung, und da kann man dann natürlich noch ein bisschen weitergehen und dann wirklich studieren, in welche Bereiche man sich bewegt und welche Tiere man da ablichten will. Soll ich mir den Chat anschauen oder sagt ihr mir das dann zwischendurch, wenn da was? Also wenn es einmal Fragen gibt, schreibt es bitte in den Chat rein. Ja. Gut. So, dann von da aus weiter. Foto-Walk, Stadtbildnis am Wienerberg. Das ist der erste Workshop, den wir gemeinsam machen werden. Wir sehen natürlich am Foto schon mal die Haubentaucher und wir alle wissen, wenn wir am Wienerberg gehen, dann wollen wir die Haubentaucher fotografieren. Es gibt sehr, sehr viel mehr als die Haubentaucher dort zu entdecken. Das zeige ich euch dann alles, wenn wir dort sind. Aber die sind natürlich das Highlight dort vor Ort. Wenn wir da zu früher Morgenstunde hingehen, dann haben wir auch sehr viel Möglichkeit, dann natürlich auch mit Licht zu spielen. Die Fotos kennt man. Und die wollen wir versuchen, dort ein bisschen uns kreativ auszutoben und zu sehen, was man da alles machen kann. Warum gehen wir dorthin für Haubentaucher? Weil ich aus jahrelangem Hingehen weiß, dass die Haubentaucher, die dort sind, tendenziell sehr wenig Scheue zeigen vor den Menschen. Und die kommen auch mal gerne mal ein bisschen näher. Das heißt, man kann auch relativ gute Detailshots manchmal machen, wenn man natürlich Glück hat. Und es kommt dann auch immer an, wann man sie im Jahr antrifft. Aber tendenziell hat man leichtere Chancen auf gute Haubentaucherfotos dort am Wienerberg. In den Parks generell sind sehr gute Spots für. Welche Brennweiten verwendest du da? Ich arbeite ganz gerne mit allem so um die 400 mm. Also ich habe zum Beispiel mein 100-400 immer dabei. Mit dem arbeite ich ganz gern, wenn ich mir mal ausleihen kann von Canon auch das 400-28 natürlich. Das ist das Objektiv für mich. 600 mm sind auch gut. 150, 600, da gibt es alle möglichen Zoom-Objektive dazu. Also ich würde da komme ich dann auch danach noch dazu, was man alles braucht, aber ein Teleobjektiv ist schon ganz praktisch, prinzipiell in der Wildtierfotografie. Einfach um auch sicher zu sein, dass man diesen Abstand auch einhalten kann, diesen Respektabstand, den man zum Tier dann auch braucht. Da kommt man mit einem Zoom-Objektiv oder mit einem Super-Teleobjektiv sehr gut voran, sage ich mal. Genau. Urbane Lebensräume gehören zu den am schnellsten wachsenden Habitaten weltweit. Das gilt jetzt nicht nur für Parks, sondern generell urbane Lebensräume. Dadurch, dass wir natürlich draußen in der Natur, ich sag mal, leider immer weniger wilde Habitate haben, die komplett ungestört sind, gibt es da hier und da ein paar Spezies und ein paar Individuen von anderen Spezies, die sich natürlich, ich sag mal, Zufluchtsorte suchen. Und das können dann sehr oft auch urbane Umgebungen sein. Das sind Parks, bieten sich da natürlich extrem an für alle möglichen Tiere. Das sind Igel, Eulen, Vögel, Reiher etc., etc., Amphibien, Reptilien etc. etc. Überall da, wo es ein bisschen Grün, wo es ein bisschen Lebensraum und wo es ein bisschen Futter gibt, wird es auch Tiere geben, die diese Lebensräume dann auch besetzen und bewohnen. Genauso aber auch abseits von Parks. Also wir alle kennen die Stadttaube, das ist eigentlich die Königin, sage ich mal, der urbanen Wildnis. Die kommt von der Felsentaube, stammt die ab und hat sich dann einfach an die Stadt, an die urbanen Habitate gewöhnt. Weil natürlich ein Tier, das vorher mal im Felsen gebrütet hat, wird kein Problem damit haben, in Betonmauern zu brüten, solange es dann gewisse Größen an Nischen gibt, wo sie hin kann.
Aber es hört nicht nur da auf. Also wir haben auch Greifvögel im Stadtgebiet. Wir haben eine große Fülle an verschiedenen Tierarten, die es bei uns im Stadtgebiet gibt. Genau. Und das würde man vielleicht oft einfach nicht wahrnehmen oder auch nicht glauben können. Ich habe sehr oft Freunde von mir, die mir Videos und Fotos schicken und sagen, Alter, oh mein Gott, ich packe mein Leben nicht. Ich glaube, da ist gerade eine Eule vor meinem Fenster gesessen. Was ist das? Und dann schicken sie mir das Foto. Und es ist ein Waldkauz, der auf ihrem Fensterbrett sitzt. Oder ein Uhu, der im Hof unten sitzt. Oder alle möglichen verschiedenen coolen Tiere, wo die meinen, das gibt's doch nicht. Die gehören in den Wald. Was machen die da? Wie kann ich den retten? Und da sage ich meistens, wenn der nicht verletzt ist, lass den einfach. Der findet schon seinen Weg und die kommen schon zurecht. Die sind da zu Hause. Und das finde ich auch immer ganz schön irgendwie, diesen Gedanken, so dass es immer noch Wildtiere gibt, die sich auch mit unserer extremen Ausbreitung noch irgendwie vereinbaren können und sich ihre Lebensräume selber da dann schaffen. Und so ein Park wie der Wienerbergpark und der Teich da sind natürlich, ich sag mal, perfekte urbane Lebensräume für sie, weil da haben sie alles, was sie brauchen, natürlich in abgespeckter Form und nicht in der Größe, die sie sonst kennen, aber sie haben alles, was sie brauchen und sie können da in geringeren Anzahlen noch sehr gut vorkommen. Darum haben wir da auch eigentlich fast jedes Jahr ein Haubentaucherpärchen, das da erfolgreich brütet. Genau. Um jetzt diese Tiere zu finden, um jetzt diese Tiere erkennen zu können, um zu wissen, wo man schauen soll und etc., braucht es natürlich ein paar Skills, damit wir vor allem auch respektvoll mit diesen Tieren umgehen können. Diese Skills werden wir zusammen bei dem Workshop auf diese Skills werde ich eingehen auf jeden Fall. Auch wenn ihr Fragen habt zu gewissen bestimmten Dingen, einfach Fragen mitnehmen zum Workshop, können wir gerne auch da besprechen. Wir werden diese Oase der Stadt, nenne ich das ganz gerne, aber ich nenne gerne sehr viele Dinge Oase der Stadt. Alles, was irgendwie ein bisschen grün ist, ist für mich eine Oase der Stadt. Die werden wir erkunden gehen, kennenlernen gehen. Wir werden uns ein Teil am Boden bewegen und darum auch eine Sitzmatte mitnehmen, das wäre gut. Wir werden zum Teil am Boden befinden und von da aus fotografieren versuchen, am Wasser direkt. Und ein Teil des Workshops werden wir dann auch einfach den Park entlang spazieren, schauen, was wir da alles finden. Es gibt einen relativ großen Schilfbestand dort mit natürlich den entsprechenden Schilfbewohnern, die damit mitkommen, auch einiges an Fotomöglichkeiten dazu machen. Und ich werde euch zeigen, wie ein bisschen mein Zugang ist zu dem Ganzen und wie ich die Situationen versuche zu sehen, so wie sie vor Ort sind, um sie möglichst ästhetisch festhalten zu können. Was euch erwartet, sind so Fragen wie, wo finde ich Stadtbildnis, worauf muss ich achten, wenn ich mich ihnen nähern möchte, darauf bin ich vorhin schon eingegangen, Körpersprache natürlich, sowohl von uns als auch von den Tieren selber. Wir müssen versuchen, uns so fortzubewegen, dass wir für die Tiere keine Gefahr darstellen, natürlich. Auch nicht im entferntesten irgendwie. Und das ist nicht etwas, was man perfektionieren kann. Das kann man üben und das kann man besser machen, aber das ist nicht, selbst ich komme noch in Situationen, wo ich mich mit dem Wissen, das ich mir über die Jahre angeeignet habe, an die Tiere versuche anzunähern und sie am Anfang ganz gechillt sind und an irgendeinem Punkt sagen sie dann nope und dann drehen sie sich auch um und gehen. Und bei solchen Dingen achte ich dann auch immer drauf, dass ich da nicht mehr hinterher nachrenne, sondern ich lasse den Tieren dann einfach ihren Raum. Und es ist natürlich auch ein Unterschied, wie rennt das Tier in Panik vor mir weg oder bewegt es sich einfach langsam weiter weg. Und das sind so Clues, auf die ich auch achte. Wenn das Tier jetzt hier zum Beispiel grast und ich nähere mich dem Tier ein bisschen und es schaut mich an und ohne in Panik zu geraten, geht es ein paar Schritte weiter und fängt an, hier zu grasen. Und ich nähere mich dem Tier nochmal ein bisschen, er schaut mich an und ohne in Panik zu geraten, geht es ein bisschen weiter weg und frisst hier ein bisschen, dann werde ich mich ab hier nicht mehr weiter bewegen. Weil dann ist es klar, dass mein Zubewegen auf das Tier einen Einfluss auf das Tier hat, dass das Tier daran hindert, an diesem Punkt weiter zu fressen. Und das möchte ich einfach. Für mich persönlich, für meine Arbeit möchte ich das einfach nicht. Und es lassen sich immer gute Fotos machen. Genau. Wie verhalte ich mich in der Nähe von Tieren? Das ist natürlich auch extrem wichtig. Nicht nur für das Tier selbst, sondern auch für unsere eigene Sicherheit. Viele von uns wurden wahrscheinlich schon mal von einem Schwan attackiert. Gut, Schwäne sind manchmal ein bisschen aggro, aber da gibt es auch ein paar Dinge, auf die man dann achten kann. Es muss gar nicht so weit kommen, dass der Schwan, jetzt nur als Beispiel, wirklich in die Attacke übergeht. In den meisten Fällen lässt sich das vorher schon rauslesen und vorher schon vermeiden, einfach indem man zwei Schritte zurückgeht, der Schwan weiß Bescheid, okay, alles gut und dann passt das alles. Und wie nutze ich die Gegebenheiten vor Ort für meine Fotografie? Darauf bin ich auch schon eingegangen, das zeige ich euch dann ein bisschen vor Ort, wenn wir dort sind.
Und vor allem, das geht in den Bereich der Vorbereitung, welche Einstellungen brauche ich, um in der Hektik des Moments gute Resultate erzielen zu können. Mir persönlich ist es auch schon oft passiert, dass ich in einen Park reinspaziert bin und gedacht habe, okay, ich gehe da jetzt fotografieren, Kamera noch im Rucksack, noch eingestellt auf die Fotoshooting-Setups vom Vortag oder von Tagen davor oder sonst was, alles nicht eingestellt auf die örtlichen Gegebenheiten, vielleicht sogar mein Autofokus auf Personen eingestellt und nicht mal auf Tiere. Und dann passiert der Moment, wo plötzlich ein Fuchs vor einem steht und man sieht den und denkt sich eigentlich nur, warum habe ich die Kamera eigentlich nicht schon in der Hand? Ich bin ja schon im Park. Das sind alles so Dinge, wie stelle ich die Kamera ein? Wie gehe ich in diesen Park hinein? Wir werden definitiv nicht in diesen Park hineinspazieren, ohne dass jeder von uns eine Kamera in der Hand hat und ohne dass jeder von uns diese Kamera schon mal auf die, zumindest auf das Licht an diesem Tag, in diesem Moment voreingestellt hat. So kann es nicht passieren, dass wir dann hinterher dann heulen, wenn der Fuchs dann einfach weiterzieht. Genau. All dies und noch viel mehr werden wir bei dem Fotowalk dann behandeln. Ihr seht, ich rede gerne ein bisschen schnell und ich rede gerne ein bisschen von allem hier und da überall. Ich gebe mir größte Mühe, langsamer zu reden, aber darum sage ich auch einfach immer, wenn Fragen sind, jederzeit fragen und jederzeit einfach Bescheid geben. Ich tausche mich extrem gerne mit anderen Fotografen und Fotografinnen aus, weil auch ich bin nicht perfekt und auch ich weiß nicht alles und auch ihr werdet Dinge wissen, die ich nicht weiß und mir Dinge beibringen können. Und so möchte ich, dass das einfach ein Geben und Nehmen sein wird. Also nicht alles, was ich sage, ist in Stein gemeißelt und definitiv das Gesetz schlechthin. Also über alles kann man reden und über alles ist so ein bisschen eine Annäherung an die Situation selbst, versuche ich immer zu sagen. Und so möchte ich auch meine Workshops dann aufbauen. Genau. Was wir mitbringen sollten, also wie gesagt, ein Teleobjektiv, definitiv alles so um die 400 mm ist sehr toll. Zooms bieten sich natürlich extrem an, weil man von derselben Position sehr gut verschiedene Kompositionen erstellen kann. Akkus und Speicherkarten, ganz, ganz wichtig, volle Akkus, leere Speicherkarten, nicht andersrum, ist mir alles auch schon passiert. Also das sage ich nicht als Kritik, sondern eher als an mich selbst, damit ich dran denke. Stativ wäre auch ganz gut mitzunehmen, einfach weil es manchmal praktischer ist, in gewissen Positionen ein Stativ dabei zu haben. Heißt nicht, dass wir das unbedingt verwenden werden müssen, aber kann man gerne mitnehmen und je nachdem, wenn ihr gerne Stative verwendet, vermehrt, gerne auch vermehrt verwenden. Matte zum Draufsetzen, ganz wichtig, wir werden ganz früh dort sein, das heißt, selbst wenn es nicht geregnet hat am Vortag oder an dem Tag regnet, wird der Boden relativ feucht sein. Wir sind in einem Wassergebiet, also der Boden ist von Haus aus schon mal feucht und ein bisschen matschgert. Feste Schuhe mitnehmen, Kleidung, die schmutzig werden darf und eine Matte zum Hinsetzen wäre ganz praktisch. Genau, Geduld und Neugier auf jeden Fall, ganz wichtig in der Wildtierfotografie. Wie gesagt, wir befinden uns im Zuhause der Tiere und wir machen alles nach der Geschwindigkeit, die sie uns erlauben. Wir forcieren nichts, wir drücken da nicht irgendwie hinein. Wir sind mehrere Leute und da müssen wir auch darauf achten, dass diese Tiere sich von mehreren Leuten auch fotografieren lassen. Und das machen wir natürlich mit sehr viel Respekt. Also Geduld mitbringen, Neugier mitbringen und Fragen mitbringen. Lernziel des Ganzen ist da natürlich die Tiere zu finden, ihr Habitat und ihr Verhalten kennenzulernen. Da geht es nicht nur um die Haubentaucher, sondern generell. Ich werde euch ein bisschen generell zur Ökologie erzählen und alles, was ich so weiß über das Gebiet und über die Tiere, werdet ihr definitiv von mir hören. Ob ihr es euch dann merkt, ist eine Frage der Geschwindigkeit, in der ich rede, glaube ich. Genau. Richtig belichten, so wie auch kreativ belichten. Ganz wichtig. Vorteile und Funktionen der Teleobjektive kennenlernen. Ihr könnt gerne auch zum Versuchen ein Weitwinkelobjektiv mitnehmen. Ich bin extrem dafür, dass man verschiedene Sachen mit verschiedenen Objektiven ausprobiert, weil, wer weiß, vielleicht kommt dabei etwas raus, was überraschend ist. So uralte analoge, russische Objektive gibt es auch. Kann man auch gerne mitnehmen und sich dir gerne auch damit ein bisschen herumspielen. Wer weiß, was dabei rauskommt. Genau, respektvoll in der Natur fotografieren. Ich glaube, das habe ich hier schon sehr oft gesagt. So, zum nächsten Fotoworkshop an der Hohen Wand. Da wird es dann weniger um Wasser gehen, da wird es weniger um Vögel gehen, auch wenn wir welche sehen. Ich kenne da ein paar Spots, wo man coole Vögel sehen kann. Können wir uns dann gerne auch anschauen. Das machen wir dann einfach vor Ort und schauen, was so die Gegebenheiten sind, was uns die Natur an diesem Tag quasi zeigt und schenkt. Genau, bei diesem Workshop werden wir uns vor allem auf die Steinböcke konzentrieren, sofern diese natürlich da sind.
Und werden schauen, wie wir die Steinböcke möglichst gut fotografieren können. Der Ort dort ist darum so meiner Ansicht nach so gut geeignet für die Steinbockfotografie, weil die Tiere einfach sehr gewöhnt sind an Leute. Die hohe Wand ist für mich ein Hotspot der Koexistenz von Mensch und Tier. Einfach schon aus dem Grund, dass dort so extrem viele verschiedene Menschen mit so extrem viel verschiedenen, Zielen dahin zu gehen, hinkommen. Es gibt Wanderer, es gibt Leute, die einfach nur Sonne tanken wollen. Es gibt Leute, die dort irgendwelche Pilze suchen wollen. Es gibt Leute, die dort Paragliden gehen. Es gibt Leute, die dort einfach die Aussicht genießen wollen am Skywalk. Leute, die dort im Restaurant was essen wollen, etc. etc. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die Hohe Wand eigentlich zu erleben. Und das alles im Einklang mit den Tieren, die dort vor Ort sind natürlich. Und die Tiere sind dadurch, dass dort so viele Leute rumspazieren, relativ gewöhnt an die Menschen auch. Man kommt da relativ gut nah ran. Und es geht ja nicht nur oft ums nah rankommen, sondern auch darum, natürliches Verhalten zu dokumentieren. Und in dem Fall, was ihr da am Foto seht, sind zwei junge Steinböcke. Sind jetzt nicht die Alpha-Tiere, aber es sind zwei junge Männchen, die einfach einen Spielkampf gemacht haben. Und das ist eine Situation, ein Verhalten, das die Tiere nicht zeigen würden, wenn sie in meiner Präsenz gestresst gewesen wären. Also solche Sachen wollen wir ja dann sehen, natürliches Verhalten. Wir wollen sie spielen sehen, wir wollen sie auszucken sehen, wir wollen sie kämpfen sehen, wir wollen sie vielleicht paaren sehen, wir wollen sie bei allen möglichen verschiedenen Fressen, Schlafen, Ausruhen etc. Genau. Und zwischendurch, also die Tiere dort verhalten sich so, dass sie gerne mal auf die Wiese kommen und dann wieder auf den Klippen unten verschwinden, dann kommen sie mal wieder auf die Wiesen. Das ist so ein Kommen und Gehen von den Tieren, in meiner Erfahrung nach, so oft, wie ich jetzt dort gewesen bin. Und wenn sie auf den Klippen sind, denen können wir nicht folgen. Alon, ich habe zum Schluss schon ein paar Fragen im Chat. Und zwar, wie nahe kann man an die Steinböcke rankommen? Das kommt ganz auf die Tiere an. Also es gibt ein paar Individuen, die ich jetzt im Laufe der Jahre schon ein bisschen kennengelernt habe. Die lassen uns relativ nah ran. Die kommen auch von alleine. Also wir gehen nicht frontal auf sie zu und stürmen das dann, sondern wir setzen uns hin und warten, dass sie auf uns zukommen in den meisten Fällen. Da gibt es welche, die kommen auf 3-4 Meter ran zum Teil. Wenn man Glück hat, werde ich aber darauf achten, dass wir in dem Fall nicht so nah rangehen, einfach für den Anfang. Vor allem jetzt auch aufgrund der Zeit. Die Tiere sind jetzt alle ein bisschen brünftig, weil jetzt der Frühling kommt und sie anfangen wollen, sich ein bisschen zu zeigen. Und es ist jetzt nicht gefährlich oder so, aber wir wollen nicht, dass das Tier so nah rankommt, dass es schnell bei uns sein könnte, wenn doch irgendetwas ist. Also wir halten da natürlich den Abstand. Aber die Tiere kommen schon sehr, sehr nah. Das Foto ist, glaube ich, auf, weiß nicht, 10, 11 Meter Abstand entstanden oder sowas. Cool, cool, cool. Also da war wirklich nicht viel dazwischen. Die kommen zum Teil so nah, dass wir sie riechen, sage ich mal so. Okay, na, das ist ja super. Genau. So, dann einmal vielen, vielen Dank für deinen sehr, sehr informativen Vortrag. Danke. Ich freue mich schon sehr, dass du jetzt auch in Zukunft bei uns dabei bist, bei der Wiener Fotoschule. Die Kurse sind auch schon online und buchbar. Und ihr könnt gerne auch noch uns eine Mail schicken, wenn ihr noch Fragen an den Alon habt. Ansonsten, nachdem die Zeit schon fortgeschritten ist, würde ich jetzt einmal den Oliver bitten, mit der Photoshop-Challenge zu starten. Ja, herzlich willkommen. Einen Moment, ich gebe euch den Bildschirm gleich frei. So. Hier sind wir schon. Ja, also das ist heute unser Bild für die Photoshop-Challenge. Karl, dieses Bild hast du gemacht, oder? Ja, das haben meine Kursteilnehmer gemacht am 1. April. Und zwar, wir haben einen richtig coolen Workshop mit den Wiener Imker gehabt. Und das ist also der Leiter der Imkerschule, der Christian. Und wir haben dann einmal zwei Teilnehmer haben einen Blitz ausprobiert und die sind dann mit einem entfesselten Blitz herumgelaufen und haben dann diese schöne Stimmung eingefangen. Ja, ja. Also man sieht geblitzt von links auf die Person und von hinten halt das natürliche Tageslicht oder die Sonne, die dort seine Schultern halt da beleuchtet. Nehme ich mal an. Genau. Ja. Okay, liebe Leute, jetzt schreibt einmal ganz kurz in den Chat, was euch jetzt vielleicht an diesem Bild verbesserungswürdig erscheint. Also das heißt, also das Bild an sich ist ja sehr gut und auch sauber belichtet. Aber mich würde jetzt mal interessieren, was ihr jetzt da sagt, na, das könnte man noch optimieren, weil das ist jetzt nur so eine Kleinigkeit, die man dann auch macht. Was sind eure Ideen? Jetzt ist irgendwie der Ding rausgefallen. Der ja, ja, nein, dass ich den Chat halt sehe.
Nein, ich lese den Chat vor, Oliver. Okay, gut, dann schalte ich wieder auf den Imker. Also, ich habe das Bild gesehen, war fasziniert von dieser Zelle da mit diesen vielen Bienen. Und wenn ich Personen fotografiere mit einem intensiven Gegenlicht, dann fangen immer von hinten an die Ohren zum Glühen. Und das sieht man halt jetzt hier so schön bei ihm. Also das heißt, man, ja, das ist leicht transparent und da knallt halt das Sonnenlicht durch und dann kriegt man so ein Glühohr. Und alles, was halt sehr hell und farbgesättigt in einem Bild ist, das zieht halt den Blick. Und ich schaue die ganze Zeit nur auf dieses rot glühende Ohr. Und das ist halt jetzt meine Empfehlung, dass man da dieses rote Ohr etwas abmildert. Und wie schon gesagt, auf der einen Seite sehr stark gesättigt. Ja, und die Sättigung nehme ich einfach mit der Einstellungsebene Farbton. Sättigung. Da reduziere jetzt einfach einmal den Sättigungsregler. Ja, jetzt wirkt sich der natürlich auf das ganze Bild aus. Ich invertiere jetzt die weiße Maske mit Steuerung I. Nehme mir den Pinsel, weiße Vordergrundfarbe. Muss ich nur schauen, die Deckkraft werden wir 30% machen und ich übertrage jetzt ganz leicht da diese Entsättigung auf dieses Ohr. Und ihr seht, wie das gleich ganz angenehmer wird. Also das Ohr glüht nicht mehr so, sondern kriegt schon langsam diese Farbe, die man da auf der Backe hat im Schatten. Also ich mache das Ganze ein bisschen kleiner. Schaut her, vorher, nachher. Wenn man dieses Problem fotografisch lösen möchte, also nicht mit Photoshop im Nachgang, dann muss man der Person hinten am Ohr ein schwarzes Tape hinkleben, dann geht das Licht nämlich auch nicht durch. Ja, und das Einzige, was ich jetzt noch ändern würde, ist, also es ist hier immer noch heller, es sollte also diesen Ton von der Haut haben, den man hier auf der Backe hat. Ich nehme jetzt noch einmal eine Gradationskurve, ziehe den Weißpunkt hinunter, invertiere wieder, mache jetzt vielleicht 20% Deckkraft. Und übertrage, macht das Ganze jetzt dann noch eine Spur dunkler. Ja. Das heißt, Oliver, du hast immer Gafferbandel, wenn du uns die Leute Ohren abkleben. Ja, nein, ich habe das noch nie gemacht. Also, das ist ein super Trick. Du lest dir noch ein bisschen was aus dem Chat vor. Ja. Rechts unten der Bienenstock gehört weg, glaube ich. Das da. Ja. Ja, dann. Also Moment einmal, gleich Karl, ich zeige jetzt nur das Vorher und Nachher. Ich gebe jetzt beide Einstellungsebenen in eine Gruppe und jetzt kann man da am Auge schauen, jetzt glüht das Ohr und jetzt ist es eher natürlich. Gut, ja, also definitiv und ich werde den jetzt nicht mühevoll wegretuschieren, sondern ich mache das mit dem schnellsten Werkzeug, nämlich mit dem Beschneiden-Werkzeug. Oder das passt, weil es kommt eine zweite Meldung, wir kommen unter dem Knie, schneide nie. Bitte? Unter dem Knie schneide nie, schreibt der Hans. Unter dem Knie schneide nie, ja, ist eine Regel und ich bricht die jetzt ganz einfach. Diese künstlerische Freiheit, die nehme ich mir jetzt. Ja, das will ich auch so sehen. Helle Punkte im Grün, da hinten, ja, rechts. Wo nochmal? Helle Punkte im Grün und zwar oberhalb seiner rechten Schulter. Ah ja. Das ist sehr gut gesehen, also das lenkt natürlich auch ab, ein bisschen vom Modell, aber weil diese Punkte da jetzt eher in der Unschärfe sind, irritieren es mir jetzt weniger, aber das machen wir auch ganz kurz, das machen wir am schnellsten mit dem Reparaturpinsel, also hier die Quelle, einmal weg, zweimal weg und die nehmen wir auch noch weg. Ja, ist legitim, ich hätte jetzt nur das Ohr retuschiert, so. Weil es ist ja eher so eine journalistische Fotografie. Genau, es ist ein Reportage. Es ist jetzt kein Werbefoto für die Imker, sondern es ist einfach so, wie es ist heute. Halt. Ja. Genau. Gibt es sonst noch was im Chat? Nein. So aber gut gesehen. Also ich muss sagen, das ist ja das Schöne, wenn man gemeinsam Bilder betrachtet. Karl, jetzt ist mein Vorschlag. Wir haben ja ein bisschen mehr vorbereitet. Heben wir uns das für die nächste Sendung. Das würde ich auch so sehen. Weil das ist schon sehr Alon war heute so ergreifend, also ich bin noch immer ganz geflasht von seinem Vortrag. Lieber Kollege,
Gratulation an diesen tollen Vortrag. Ich bin ganz begeistert von deinen Tierfotos und deinen Zugängen. Also das war für mich ganz neu. Also danke und ich habe heute sehr viel mitgenommen. Danke, Kollege. Danke auch und ja, sorry, ich schweife gern ab, wenn ich über die Dinge rede, die ich liebe. Ja, das macht ja nichts. Du hast eine sehr unterhaltsame Art abzuschweifen, das macht nichts. Danke. Ja, vielleicht ein bisschen, wie geht es jetzt weiter? Ich fliege am Samstag in die Bretagne und bin in einer Woche mit einer Gruppe unterwegs. Dann geht es nach Hinterstoder am 10. Mai. Oli, was sind deine nächsten Aktionen fotomäßig? Ja, also ich bin nächste Woche wieder mit meiner Werbefotografie im Einsatz und diesmal, man möge es nicht glauben, in meiner Heimatstadt Salzburg. Ja, das ist ein Wahnsinn. Unglaublich, oder? Genau. Also, das Spannende ist, die wenigsten Kunden habe ich in meiner Heimatstadt. Ich kann es mir nicht erklären, warum. Ja, was ist der Prophet im eigenen Land? Der Prophet im eigenen Land ist nicht so viel wert. Vielleicht ist das wirklich der Grund dafür. Cool. Ja, dann sage ich mir vielen Dank fürs Dabeisein, wünsche euch einen schönen Abend und alles Liebe. Danke, ciao. Ja, tschüss. Ciao. Schönen Abend, servus. Ciao.